Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Still war es geworden heute vor einem Jahr, am 16. März 2020 galten erstmals Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung des Pandemiegeschehens, auch bei uns hier in Deutschland. Still war es geworden in unseren Geschäften und Behörden, in unserer Freizeit. Auch in unseren Kirchengemeinden blieb uns nur das Glockenläuten. Gottesdienste, Gemeindetreffen waren natürlich gar nicht möglich. Dafür Solidarität für die Menschen im Gesundheitswesen. Applaus und Beifall gab es auf Abstand. Der Sommer dann half uns beim Durchschnaufen und Erholen. Die Pandemie schien im Griff zu sein. Doch im späten Herbst dann der zweite Lockdown, wiederum Einschnitt in unsere private Freiheit. Zum Schutz des Gesundheitssystems heißt es, dass doch für uns alle da ist. Die ersten Impfdosen wurden endlich verabreicht. Ein Licht am Horizont. Doch irgendwie geht es doch nicht schnell genug. Die Kritik wächst, die Geduld sinkt, die Solidarität untereinander auch. Die Nerven vieler Menschen liegen blank in diesen Tagen. Und heute, nach einem Jahr, hören wir wieder nur von Lockerungen, von kleineren Möglichkeiten für Öffnungen von Geschäften und Schulen. Wir würden doch aber viel lieber hören, es ist vorbei, es ist geschafft, es ist rum. Dabei sind faktisch die Infektionszahlen heute sogar noch viel höher als noch vor einem Jahr. Eine dritte Welle droht. Doch wann sehen wir endlich das Licht am Horizont? Wann ist es endlich vorbei? Die Worte der Tageslosung und des Lehrtexts für den heutigen 16. März teilen mit uns genau diese Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Wissen, nach Klarheit, nach Sicherheit haben. So bittet Mose in der Losung, in Zeiten von Verfolgung und Angst, Gott darum, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Doch er darf es nicht. Nur in einem Windhauch wird Gott an ihm vorüberziehen. Gott wird ihm unsichtbar nahe sein. Und der Jünger Philippus bittet ebenso eindringlich Jesus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Doch Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Auch im Lehrtext wieder nur ein Zeichen, wieder nur eine vermittelte Gottesnähe. Keine Beweise, keine Klarheit, keine sichtbaren oder nachprüfbaren Sicherheiten. Auch Philippus muss sich damit begnügen. Wir müssen uns damit begnügen. Wollen aber deshalb auf Christus blicken. Und wir sehen den Gekreuzigten, sehen den Gottessohn, sehen Gottes Liebe ans Kreuz genagelt, für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unser Versagen, für unsere Zweifel, unsere Wut, für unsere Unsicherheiten, unsere Angst. Und wir wissen, das ist nicht das Ende. Am dritten Tag wird er auferstehen von den Toten. Da wird das Leiden und der Tod überwunden sein und uns damit offenbart, dass Gottes Wille zum Leben größer ist als alles andere, auch größer als die Macht des Todes. Und deshalb glauben wir, dass wir am heutigen Jahrestag des Lockdowns in Deutschland auch all unsere Fragen und Sorgen, all unsere Verzweiflung und unsere Wut, all unseren Ärger und unsere Sehnsucht nach Klarheit im Gebet vor Gott bringen dürfen. Getragen von der österlichen Hoffnung, dass Gott auch aus dem größten Unglück eines Tages Gutes wachsen lassen kann. Bewusst wollen wir deshalb heute innehalten und unsere Fragen und Sorgen dieser Tage als Fürbitte
für die Welt und für unser Land Gott anvertrauen. Ich habe Angst. Jetzt hat's auch meinen Nachbarn erwischt. Ich gehe wenig aus dem Haus. Ich will mich nicht infizieren. Ich bin Erzieher und mache mir Sorgen um die Zukunft unserer Kinder mit Migrationshintergrund. Seit dem Lockdown beobachte ich bei einigen einen deutlichen Rückschritt in deutscher Sprache sowie bei Wortschatz, Grammatik und Sprachverständnis. Schon zum zweiten Mal bekomme ich Kurzarbeitergeld. Schichten, Nachtzulage, das alles fällt weg. Ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz und frage mich, wie geht es weiter? Wann ist das Ende da? Herr, wir legen unsere Angst vor dich. Wir bitten für alle Menschen, denen das Virus Angst macht. Wir bitten für alle, die Angst haben, um sich und ihre Lieben, weil sie zu den Risikogruppen gehören und sich besonders vor dem Virus schützen müssen. Wir bitten auch für die, die um ihren Arbeitsplatz, ihre wirtschaftliche Existenz fürchten, und für die Kinder und Jugendlichen, für die Eltern und Pädagogen, die sich Sorgen machen um die Zukunft. Steh ihnen bei wie ein guter Hirte. Lass sie nicht allein in den Momenten der Angst und der Sorge, sondern schenke ihnen Zeichen und Begegnungen, die Mut und Hoffnung wecken. Ich vermisse ihn einfach so sehr. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Ein ganzes Leben waren wir beieinander und jetzt dieses Virus. Alles ging so rasend schnell. Wir haben uns nun schon so lange im Chor nicht mehr treffen können. Manche sagen schon, dass sie gar nicht mehr singen werden. So wie früher wird es wohl nie wieder sein. Sie hatte Corona überwunden. Es war so ein Kampf, aber sie hatte es geschafft. Wir waren froh. Und nun das.
Wer hätte gedacht, dass da Wochen später noch solche Spätfolgen auftauchen? Immer nur einer in die Klinik, hieß es, und nur 20 Minuten. Wir konnten nicht da sein, um sie zu begleiten. Nicht mal richtig Abschied nehmen konnten wir. Herr, wir legen unsere Trauer vor dich. Wir bitten für alle Menschen, die trauern. Für Menschen, denen das Virus den Lebensatem raubt. Für Menschen, die alleine sterben mussten und noch müssen, ohne einen letzten Besuch gehabt zu haben. Und wir bitten für die, die sich nicht haben verabschieden können, ob am Sterbebett oder am Friedhof. Wir bitten für Menschen, die trauern, weil Dinge nicht mehr so werden, wie sie vorher einmal waren. Herr, sei bei ihnen allen in all der Trauer. Umarme und tröste, bestärke und ermutige. Sei du da. Ich bin echt sauer. Ich habe so viel Zeit und Geld in das Hygienekonzept für mein Lokal investiert. Und trotzdem darf ich immer noch keine Gäste empfangen. Ich könnte mich so aufregen, dass es immer noch Leute gibt, die das nicht ernst nehmen. Na, und noch schlimmer finde ich ja, dass es Leute gibt, die mit dem Corona sogar noch Geschäfte machen, dass die sich nicht schämen. Dieser Stress macht mich wütend. Mein Chef stellt sich das so einfach vor mit dem Homeoffice. Und der Kollege macht dann auch noch dumme Bemerkungen wegen des Kinderlärms im Hintergrund bei der Zoom-Konferenz. Die Nerven liegen echt blank bei uns zu Hause. Da muss ich in meiner Wut manchmal echt aufpassen, es nicht an den Kindern auszulassen, wenn die dann auch noch nerven. Herr, wir legen unsere Wut vor dich. Wir beten für alle, in denen sich Wut breit macht. Für die Künstler und Techniker und Türsteher und Gastwirte, für die Hoteliers, Händler und Verkäuferinnen. Für alle, die frustriert sind. Vom Leben im Schrumpfmodus. Für alle, die wütend sind, weil sie Angst haben um ihre Existenz. Für sie alle bitten wir um die Kraft zur Geduld und Ausdauer in dieser anstrengenden Zeit. Letztes Jahr konnten wir nicht feiern. Und jetzt müssen wir unsere Hochzeit schon wieder verschieben. Es soll doch ein schöner Tag werden, mit vielen Menschen, Lachen und Tanzen. Wann wird das wieder gehen? Gesagt hat sie, dass sie anruft, aber nie hat sie es gemacht. Warum soll immer ich diejenige sein, die den Kontakt aufrechterhält? Und dabei hätte ich sie als Freundin echt gebraucht. Wir haben uns so auf den Urlaub in den Bergen gefreut, endlich mal rauskommen, was anderes sehen und schon wieder abgesagt. Die Musik fehlt mir schon gescheit. Das Gemeinsame muss jetzt hier in den Posaunenchor und überhaupt, dass man sich sieht. Herr, wir legen unsere Enttäuschung vor dich. Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die enttäuscht sind. Für alle, die geplant, getüftelt
und sich gefreut haben und dann doch ihr Fest haben absagen müssen. Wir bitten für Menschen, die immer wieder weitermachen, aber so sehr Erholung bräuchten. Für Menschen, die die Gruppen und Kreise, die Proben und das Training miteinander in Kirche und Vereinen so vermissen. Und für diejenigen, die enttäuscht sind von anderen Menschen, weil sie sich mehr Nähe gewünscht, weil sie mehr Nähe gebraucht hätten. Herr, sei du da in all der Enttäuschung. Gib Kraft, immer wieder aufzustehen und das Vertrauen in die Zukunft immer wieder neu zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Was ist richtig, was nicht? Wie kann ich Entscheidungen treffen für meine Mitarbeitenden und mich, wenn die Entwicklung in den kommenden Monaten noch so unsicher ist? Warum zieht sich das so? Wenn wir doch endlich alle geimpft wären, dann würde ich mich etwas sicherer fühlen. Ob der Impfstoff auch gegen die verschiedenen Mutationen hilft? Will ich mich überhaupt impfen lassen? Ist das nicht gefährlich? Herr, wir legen unsere Unsicherheit vor dich. Wir bitten dich für alle Menschen, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Für alle, die Zweifel haben, sich hilflos fühlen. Wir bitten für alle, die schwere Entscheidungen treffen müssen und sich dazu kaum in der Lage fühlen, weil die Situation so unklar ist. Wir bitten dich, sei du wie ein starker Fels und ein sicherer Boden, auf dem wir festen Halt finden. Manchmal erschrecke ich echt selbst über mich. Wie schnell schimpfe ich über die Politiker, die da angeblich alles falsch machen. Dabei möchte ich selber nicht in deren Haut stecken. Das mit dem Impfen finde ich echt ungerecht. Ich bin erst im Sommer dran. Eigentlich bin ich ja nicht so. Aber manchmal denke ich auch darüber nach, wie ich mich vorschummeln könnte. Als es jetzt ein paar bestätigte Fälle bei uns im Dorf gab, da hat jeder zuerst gefragt, wer schuld ist und wer das eingeschleppt hat. Aber eigentlich kann man doch nichts dafür, oder doch? Ich will jedenfalls niemanden anstecken. Herr, wir legen unsere Schuld vor dich. Wir beten für alle, die sich schuldig fühlen. Für alle, die unter ihrer Schuld leiden. Für alle, die es belastet, jemanden angesteckt haben zu können. Und für alle, die in ihrer Ungeduld hart und verletzend geworden sind. Wir bitten für sie um Barmherzigkeit mit sich selbst. Und wir bitten um Barmherzigkeit untereinander. Und in der Stille lasst uns noch vor Gott bringen, was uns persönlich in diesem Moment am Herzen liegt.
Herr, wir bringen all unsere Bitten vor dich. Und gemeinsam sprechen wir mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. All eure Sorgen bringt vor ihn, denn er sorgt für euch. Und so geht in die vor euch liegende Zeit, im Vertrauen auf Gottes Gegenwart und unter seinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.